Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu meiner Tierarztpraxis Einsatz auf dem Land. So, wir haben hier jetzt gleich drei Leute. Halt, nicht weggehen. Nein, nein, ich behandle euch. Wo wollt ihr denn alle hin? Jetzt gehen die alle weg. Ich kann das nicht. Ja, ich weiß. Das kommt, weil ich habe jetzt wirklich nur ganz, ganz schnell beendet und einen neuen Part gestartet und halt eben zwischendrin gespeichert. Das kann man hier jetzt schön nachlesen. Und dann hauen die schon ab. Also die sind wirklich, also wirklich, oh, schwer zu behandeln, wenn die so schnell weg sind. Das war jetzt wirklich nicht lange, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal in die Akademie, denn mein Lernbalken ist auf ziemlich niedrig. Guten Tag. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ja. Was darf's denn heute ich, sein? Ich möchte Katzen Gute lernen. Gute Entscheidung. Der Rest ist eigentlich, ja, zu teuer, ne? Und nicht verfügbar. Vielen Dank. So, ach Gott. Frage 1. Die Hauskatze gehört zu der Gruppe der Großkatzen, Kleinkatzen, Geparden. Ich glaube, das ist Kleinkatze. Ich hoffe, das war richtig. Durch ihre bereitet ihnen die Jagd im Schutze der Dunkelheit keinerlei Probleme. Durch ihre Tasthaare. Hoffe ich. Die hilflosen Katzenjungtiere sind zu Beginn noch blind und werden von der Mutter gesäugt. Was ist das? Sie brauchen aber ihre Augen, um die Mutter zu finden. Nein, ich glaube, die sind blind. Ich glaube, das ist richtig. Glückwunsch, du hast die Prüfung bestanden. Ja! Ich habe alle drei Fragen richtig beantwortet in dem Fall. Nach dieser Weiterbildung kannst du in deiner Praxis Katzen behandeln. Ja, sehr schön. Okay. Jetzt könnte ich noch Hunde machen. Aber das ist schon echt viel Geld. Wir Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Wir machen das erstmal nur mit den Katzen. Ne? Und gehen dann jetzt erstmal zurück in die Praxis. Und schauen mal, ob wir da irgendwen behandeln können. Ach, guck mal, da ist eine Glocke. Das heißt, es sind Leute da, die wir behandeln können. So, guten Tag. Ja, ich bin hier schon da. Hallo. Hallo. Ja, möchte ich annehmen. Ich habe an meinem Wellensittich eine Zecke bemerkt. Oh, Zecken sind doof. Zecke im Gefieder. Ja, wo sitzt das Viech denn? Da. Zecken halten sich vorwiegend im hohen Gras, lichten Wäldern und Büschen auf. Sie sitzen auf Blättern und Zweigen, von denen sie sich von Mensch und Tier abstreifen lassen. Okay, herausdrehen der Zecke mit der Pinzette und Desinfektion der Wunde. Jawohl. Oh. Tschüss. Auf Wiedersehen. Aber warum geht ihr denn alle? Hallo, warum geht ihr denn alle? Okay, ich muss einkaufen. Das ist ja blöd. Was hatte ich denn nicht? Kann ich irgendwo den Bestand einsehen? Da muss ich nochmal nachgucken. In die Apotheke muss ich. Ich muss in die Apotheke. Schau doch mal bei deiner Freundin vorbei. Sie wartet auf dich im Café. Ja, das mache ich gleich, aber ich muss erstmal in die Apotheke, weil irgendwas hatte ich nicht da. Schön, dich zu sehen. Jo, schönen guten Tag. Was darf es denn heute sein? Aber was hatte ich denn nicht da? Das habe ich doch alles. Aufbaupräparat habe ich nicht gekauft gehabt. Oder hatte ich doch? Hatte ich doch. Ich hatte doch, ich war der Meinung, ich hatte alles gekauft. Ja. Okay, gib mir das Viel mal mit. Vergnügen damit. Ach, guck mal, hier kann ich das noch umstellen. Alles klar. Es wäre Preisanzahl. Ist das die Anzahl, die ich habe?
Also die ich zu Hause habe? Dann wäre die Pinzette nämlich 0. Gute Wahl. Bei Breis ist das hier Wattestäbchen, Spatel. Davon habe ich genug erstmal. Desinfektionsmittel nehmen wir noch mal welches mit. Okay. Suchst du etwas? Ja, was ganz Bestimmtes her. So und so. Ich muss meine Vorräte aufstocken und gucken, wo ich einsehe, was ich alles so habe. Aber ich glaube, das wird so sein. Das ist mein Bestand. Weil eine Pinzette habe ich Lass nämlich dir nicht. Zeit. Halskragen würde ich nochmal mitnehmen und Verbände nehme ich nochmal mit. Und das. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, Tschüss. tschüss. Komm bald mal wieder. So, wir gehen jetzt ins Café zu unserer Freundin. Guten Das ist also unsere Freundin. Schönen guten Tag. Okay, mit der kann ich also reden. Schau täglich in deinen Terminkalender, um keine Termine zu verpassen. Okay. Auf dem Gutshof sind verschiedene Schilder aufgestellt. Jedes steht für den Bau eines Gebäudes oder für einen Ausbau eines bestehenden Gebäudes. Um das Kauffenster zu öffnen, musst du mit der linken Maustaste auf das Schild klicken. Der Ausbau oder Kauf eines neuen Gebäudes wird am nächsten Spieltag grafisch dargestellt. Okay, ja, das hatten wir ja schon festgestellt. Nachdem du ein Gehege für die Tiere gebaut hast, kannst du über den Besen, der im Gehege steht, den Verschmutzungsgrad des Geheges erfahren. Okay. Ja. Ausreiten. Freies Reiten. Im Hauptmenü kannst du über den Knopf Ausreiten direkt mit einem Pferd die Umgebung erkunden. Hier werden nur die in der Karriere freigespielten Strecken verfügbar sein. Karrieremodus. Innerhalb der Karriere musst du den Pferdestall gebaut haben, Reitkleidung, ein eigenes Pferd, Sattel und Saumzeug besitzen. Im Pferdestall befindet sich ein Schrank, an dem du die Reitkleidung anziehen kannst. Nachdem du dein Pferd gesattelt und Zaumzeug angelegt hast, kannst du durch Drücken des Ausreiten-Knopfes mit deinem Pferd die Umgebung erkunden. Okay. Reitstrecken. Im Karrieremodus werden im Laufe des Spiels zwei weitere Strecken freigeschaltet. Hierbei spielt deine Erfahrung eine Rolle. In der Akademie stehen dir zwei Weiterbildungen mit dem Schwerpunkt Pferd zur Verfügung. Nach erfolgreichem Abschluss der einzelnen Prüfungen wird jeweils eine weitere Strecke freigeschaltet. Ah, cool. Okay, also können wir dann später tatsächlich recht viel ausreiten. Klicke auf das stationär aufgenommene Tier, um das Pflegemenü aufzurufen. Innerhalb dieses Menüs kannst du das Tier streicheln, bürsten, nachbehandeln oder mit ihm spielen. Jede Aktion hat positive Auswirkungen auf den Zustand des Tieres. Okay, das ist ein Reh. Oh, kriegen wir auch Rehe? Nachdem du Tierfutter gekauft hast, stehen dir die Futtereinheiten des jeweiligen Tieres in dem dazugehörigen Stall zur Verfügung. Wenn du auf den Futterbehälter klickst, werden drei Futtereinheiten, falls vorhanden, in dein Inventar übertragen. Okay, du kannst maximal drei Futtereinheiten in dein Inventar übernehmen. Falls du nicht alle drei Futtereinheiten von einer Futtersorte verfütterst, werden die restlichen bei der Aufnahme einer neuen Futtersorte automatisch zurück in den Futterbehälter gelegt oder bei der Aufnahme derselben Futtersorte im Inventar aufgefüllt. Okay. Ja, Dankeschön und tschüss. Wir sehen uns Auf vielleicht Wiedersehen. irgendwann wieder. Okay, wir gucken da nochmal rein. Wir schauen uns jetzt einfach mal kurz in der Stadt um. Hallo, Sabine Klick. Ja, okay. Schönen guten Tag. Schön, dich zu sehen. Was darf es denn heute sein? Okay, Was Internetseite darf es und das sein? ist ein Update. 2 Wochen Update. Was ist denn das? Der Kundenzuwachs hält 4 Wochen lang an. Nach dem Kauf einer Internetseite werden eine Woche lang mehr Kunden kommen. Suchst du etwas? Muss ich die Webseite vorher gekauft haben? Wahrscheinlich, ne, um das hier machen zu können. Lass dir Zeit. Ja, ich habe nicht so viel Geld dabei, weißt du? Ich gucke gerade.
Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komm wieder, weil ich genug Geld habe. Okay, das haben wir gesehen. Jetzt haben wir da hinten ja noch, wie ich gesehen habe, einen Supermarkt. Tiernahrung haben wir ja gekauft gehabt. Akademie waren wir auch. Ach, die Bank. Was war das hier? Eine Boutique? Gucken wir rein. Da gibt es bestimmt dann die Reitkleidung. Gehe ich mal von aus. Wie heißt du? Mia Sorglos. Okay. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Was darf es denn heute sein? Okay, also Freizeitkleidung kann ich kaufen. Gibt's einmal das, was wir eigentlich schon anhaben und das in anderen Farben. Reitkleidung. Aha. Arztkleidung. Oh, das finde ich gut. Brille, Uhr, Hut, Baseball Cap. Okay, alles klar. Kaufen wir im Moment natürlich noch nicht. Tschüss. Denn komm bald mal wieder. Das bringt uns ja noch gar nichts. Aber im Kaufhaus gucken wir auch nochmal vorbei. So. Coole Blume, die gefällt mir. Kaufhaus. Was kann ich hier alles kaufen? Anscheinend alles. Hallo. Schön, dich zu sehen. Was darf es Hans denn heute sein? Hans Obermeier. Oh Mann, die Namen sind ja echt der Hammer. Eine Couch. Ein Wandbild, eine Stereoanlage. 5000 Watt CDR und CDR-VV kompatibel. Oh Gott. Okay, alles klar. Gardinen. Teppich. Pflanze. Kerzenständer, Stehlampe, Tierpension, Spielebox, einem Poster. Special Edition. Okay, ja, super. Auf Wiedersehen. Beehre mich mal wieder. Ja, wir gehen dann mal. Also dafür haben wir im Moment noch kein Geld. Hier kann ich nur mit ihr reden. Hallo. Was kann ich dir anbieten? Yvonne Zaster. Schönen guten Tag. Was darf es denn heute sein? Oh, ich kann Kredite aufnehmen. Aha. Ja, nee, will ich eigentlich gar nicht. Was musste ich denn da? 50 pro Tag. Das ist ja irre. Kredit aufnehmen. Nein, wollen wir noch nicht. Nein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich versuche das mal ohne mich gleich zu verschulden. Gut, dann gehen wir jetzt zurück in die Praxis. Und ja, schauen mal, dass wir da ja, vielleicht einen oder anderen Patienten noch behandeln können. Hier ist gerade nicht viel los. Dann würde ich sagen, essen wir mal eben was, ruhen uns vielleicht noch einen Augenblick aus. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen letztendlich hat. Aber man kann hier echt auch noch ein bisschen was einrichten, ne? Das finde ich ja schon cool. Ah, guck mal, da kommt wer. Ja, dann Futter mal schnell fertig. Wie heißt du? Hans. Der Hans ist da. Guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. So. An den Beinen meines Wellensittichs haben sich komische Flecken gebildet. Oh, okay. Dann wollen wir doch mal schauen. Also kriege ich keine Diagnose. Kalkbeinmilben leben in der Haut der Beine und vermehren sich auch dort. Dieses Eindringen und die Stoffwechselprodukte der Milben führen zu Reizungen und Entzündungen der Haut. Okay. Dann Platzieren eines Milbenpräparats auf den Beinen des Sittichs. Hier haben wir ja immer... Ne, Name der Krankheit, Symptome, das lese ich ja hier nicht vor. Ich denke, das ist okay, oder? Weil wir wissen ja durch den Grund, was es ist und behandeln das dann. Okay, also Platzieren eines Milbenpräparats auf den Beinen des Sittichs. Okay, das würde ich mit einem Spatel wahrscheinlich auftragen. Habe ich sowas überhaupt? Oh. Ich würde einen Antiparasitika dafür nehmen.
War richtig, okay. Super, 56 Euro haben wir dafür Servus. Bekommen. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, ich kann... Nee, ach nee, das ist der Kühlschrank. Ja, nicht schon wieder futtern, sonst wirst du langsam ein bisschen... Bisschen rund. Komm da weg. Setz dich lieber einen Augenblick. Ah, also Außeneinsätze und so. Das finde ich ja auch schon interessant, ne? Sagen, da habe ich ja schon Bock drauf. Ich mag ja diese Tierarzt-Spiele. Selbst wenn man dann hinterher irgendwie alles voll hat mit Tieren, die man stationär behandelt und so. Finde ich total, total cool. Wow, das sind aber viele. Dass man die nicht hinsetzen kann, finde ich ein wenig problematisch, muss ich sagen. So, dann jetzt erst hier den Markus. Ja, los Mädel, beweg dich, sonst hauen die wieder ab. Guten Tag. Hallo. Ja? Meine Katze hat sich an der Pfote verletzt. Ich kann mir nicht erklären, wie das passieren konnte. Tja. Dann schauen wir mal. Katzen, die Freigänger sind, laufen Gefahr, durch rivalisierende Artgenossen oder durch die Verschmutzung der Umgebung in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Okay, desinfizieren der Wunde, Wundsalbe auftragen, Antibiotika verabreichen und einen Verband anlegen. Okay, so, wir fangen an mit Desinfektion. Salbe. Und ein Verband. Oh. Okay. Gut. Dann brauchen wir nochmal Desinfektion. Das haben wir ja schon gelernt, ne? Dass wir vor der Desinfektion, vor dem Spritzen desinfizieren müssen. Antibiotika. So. Der geht's wieder gut. 100 Euro haben wir bekommen. Super. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ja, nein. In der Apotheke bekommst du jederzeit die nötigen Medikamente und Instrumente für deine Praxis. Achte immer darauf, dass genug Medikamente da sind. Ich kann das nicht. Ja, aber warum denn nicht? muss man sich da immer für einen entscheiden? Das finde ich echt, wenig. Was kommt man hier noch einsehen? Ach genau, das waren die... Das Lexikon hier. Rehe. Oh, Schafe. Pferde. Oh, toll. Wir können später echt viel behandeln. Das finde ich super. So, ich will mal eben schauen. Was ist das hier? Hundehaus. Ich hätte gerne ein Kleintierhaus. Haben wir sowas? Nagergehege. Du hast nicht genug Geld. 500. Gut. Ich denke mal, dass das günstigste sein wird. Was ist das hier? Vogelhaus. 900. Genau. Hund wird noch teurer sein. 1800. Das hier war 1200. Genau. Wir haben aber noch irgendwo hier. 1200. Das war Katze oder sowas. Naja. Ich wollte da gar nicht hinlaufen. Komm, bleib du mal vorm Haus. Und das hier ist ein Therapiehaus. Kostet 3000. Und das ist ziemlich groß. 2200. Das wird dann für die Pferde sein. Genau. Und das hier? Ach, das Vogelhaus. Ja, das hatten wir ja nun schon. Weiter rausscrollen kann ich nicht. Naja. Okay. Gut, dann haben wir uns das Gelände mal angeguckt. Dann dürfen jetzt auch gerne die nächsten Patienten reinschneien. Ah, da kommen sie ja schon. Ich hole sie schon mal rein. Hallo. 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 Jawohl. Mein Kaninchen muss häufig niesen. Können Sie sich bitte meinen Liebling anschauen? Aber natürlich können wir das.
Ein Kaninchenschnupfen kann man mit einer Erkältung vergleichen, wie der Mensch sie bekommen kann. Gut, die verschnupfte Nase mit einem unbehandelten Wattestäbchen säubern und ein Antibiotika verabreichen. So, dann brauchen wir Desinfektionsmittel. Und ein Antibiotika. Okay. 112 Euro. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also es wäre wirklich schön, eine Bestandsliste zu haben. Ach da, guckt mal. Nee, das sind ja nur die Tiere. Diagnosen. Ja, aber ich hätte tatsächlich gerne eine Bestandsliste von dem Zeug, was ich im Haus habe. Also an Medikamenten. Oder so. Das fände ich echt toll. Ja, da zentriere ich nur auf sie. Dem Computer kann ich gar nichts einsehen. Ja, okay. Das kann ich dann wahrscheinlich tatsächlich nur in der Apotheke so richtig einsehen. Oder beim Behandeln, ne? Glaube ich. Oh, ein... Was kommt denn da? Ne, kommt da eine Katze? Eine Katze? Nein. Oh, das ist... Ah, die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig hier. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, möchte ich annehmen. Meine Katze hat eine kahle Stelle im Fell, an der sie sich häufig leckt und kratzt. Okay. Dann gucken wir mal. Wo hat sie denn die Stelle? Sehr da. Häufig ist ein Tier, das sich ständig kratzt, von Parasiten befallen. Etwa von Milben, Läusen oder Flöhen. Besonders bei Tieren, die sich über freien Auslauf freuen dürfen, ist ein regelmäßiger Kontakt mit diesen unerwünschten Gästen unvermeidbar. Okay, Desinfizieren der kahlen Stelle und Auftragen eines Antiparasitikums. Okay. Dann desinfizieren wir und tragen ein Antiparasitikum auf. Okay, 95 Euro haben wir bekommen. Auf Wiedersehen. Ciao. Sehr schön. So, okay. Der Tag ist immer noch nicht zu Ende. Ich finde, die sind wirklich lang, ne? Also ich kenne das aus anderen Tierarztspielen, dass die Tage viel, viel kürzer sind. Ich finde das recht nett, dass ein Tag wirklich extrem lange dauert. Denn so hat man dann auch die Möglichkeit, tatsächlich alle Tiere zu behandeln, die eben in den umliegenden Häusern dann irgendwie sind, die stationär aufgenommen worden sind. Das finde ich bei anderen Tierarztspielen ein bisschen, ja teilweise ein bisschen negativ. Das gefällt mir hier jetzt wirklich sehr gut. Ich bin sowieso positiv überrascht. Natürlich, die Grafik lässt so wünschen übrig, aber ich finde, der Rest ist sehr, sehr nett gestaltet. Also es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch so gut und ihr seid dann wieder im nächsten Part mit dabei. Also bis denn. Ciao, ciao.